Ja, hallo und grüß euch. Und zwar, ich bin gerade in meinem BMW unterwegs und habe mir gedacht, ich mache ein Video, wollen wir ein bisschen auf das Thema eingehen, wie fahre ich mit einer Automatik richtig. Ich habe oft Leute kennengelernt, die Automatik tatsächlich falsch fahren. Das ging vielleicht ein bisschen blöd, ist aber wirklich genau so, wie ich es euch sage. Automatikgetriebe sagt schon alles aus, das schaltet automatisch. Unterm Strich brauche ich nur mein Gang legen und fahren, genießen, fertig. Jetzt gibt es ja doch viele Leute, das habe ich selber gesehen mit eigenen Augen, der steht bei der Ampel, schaltet auf N, wartet bis grün ist, schaltet auf D. Leidl, Finger weg, das ist schlecht. Bei den elektronischen Getriebe, also die elektronischen Gangeinleger, das gibt es ja mechanisch bei den älteren Modellen oder bei kleineren Modellen, bei großen Schiffen wie 5er BMW oder X5 oder Q7, da ist das eh meistens schon elektronisch und nicht mechanisch. Dort ist es ja dann so, dass man sagt, okay, Finger weg. Das ist einfach schlecht, wenn ich die ganze Zeit schalte. Ne? Das ist wie, als wenn ich die ganze Zeit meinen Motor auf Hochtouren halte und immer fährt nur Jeik und Tritt, dann wird er mir irgendwann sagen, ja, du kannst mich gerne haben. Ne? Unterm Strich Gang entlegen, fahren. Jetzt gibt es aber Leute, das habe ich auch selber gesehen, die fahren einen Hang runter, denken sie, okay, passt Motorbremswirkung, ich werde langsamer, könnt die Benzinsparen, ich halte auf N. Leider, das ist eine Todsünde. Also wenn ihr ein Getriebe hinmachen wollt, dann tut es das. Lasst euch runterrollen, schaltet auf N und mitten unterm Fahren wieder auf D. Da muss der Wandler richtig was leisten, Leider. Der letzte Punkt, wo die Leute auch wirklich nicht aufpassen, ist folgender. Wenn man sie aus- oder einpackt, gehen viele Leute her, und das habe ich oft beobachtet, der fährt zuerst rückwärts, hat den Gang eingelegt, den Rückwärtsgang, das Auto rollt noch, er bremst und patsch, haut D rein. Das ist richtig schlecht fürs Getriebe. Das Auto muss in einem 100%igen Stillstand sein, bevor man auch nur ein Schaltmanöver in Erwägung zieht. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr auf das aufpassen wollt, dann müsst ihr das so machen. Wenn ihr sagt, okay, mir ist das Auto scheißegal, dann okay, macht es so. Aber wenn ich aufpassen will und für dem Auto noch länger Freiheit haben will, dann muss ich unbedingt stehen. Wenn ich mir an die Punkte halte, dann bin ich schon mal ganz vorne dabei. Unterm Strich ist es so, dass ich sage, okay, wenn wir das richtig warten, das ist übrigens bei den 6er B-Getriebe von BMW zwischen 80.000 und 120.000 Kilometer, kommt darauf an, ob ich zum Beispiel Hängerbetrieb habe, bei einem Hängerbetrieb natürlich 80.000 maximal, beim DSG reden wir davon maximal 40.000, 50.000, vor allem ist das DSG gar nicht so geeignet für Hängerziehen, weil es eben mit dem Drehmoment nicht so klar kommt, da reden wir von maximal 300, 400 Newtonmeter, das sind doch recht schwache, und die kleinen Hänger, das sind nicht wurscht, wir reden da von Wohnwagen oder Pferdehänger und solche Sachen. Also wenn ich sowas ziehe, ist das ganz wichtig, dass ich das Wechselintervall von zwischen 80.000 und 120.000 einhalte. Die Leute, die Automatik fahren und das gern mähen, haltet euch an das, was ich euch da gerade gesagt habe, und ihr werdet sehen, ihr werdet lang mit eurer Automatik auskommen. Automatik ist übrigens kein Verschleißteil, so sagt es auch ZF, der Hersteller von dem 6er B-Getriebe. Die 6er B-Getriebe ist übrigens in Audi, Mercedes, BMW, überall in die ganzen Premium-Produkte ist die 6-Gang-Automatik verbaut, weil ZF einfach eine Top-Leistung mit dem Getriebe abgegeben hat. Danke an ZF für das tolle Getriebe. Wenn man darauf aufpasst, hat man lange Freude. Ich kann an jeden nur sagen, ich liebe meine Automatik, ich würde nichts anderes mehr fahren wollen. Ist einfach schön, egal ob jetzt steht, meine Autobahn, okay, da war es eh noch wurscht. Aber so durch die Stadt oder im Stau, das ist einfach genießen, einfach nur genießen. Unterm Strich wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was beibringen können,
zur Thematik